Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier eine heftige Debatte erlebt zu diesem Thema. Und lieber Peter Ritter, die Ankündigung, dass da von der kommunalen Ebene noch Zahlen kämen, was die kommunale Ebene zum Zukunftsvertrag sagt, die Ankündigung ist leider nicht erfüllt worden. Ganz viele Resolutionen zum FAG, wie viele gab es denn zum Zukunftsvertrag? Wie viele? Null. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, die kommunale Ebene weint diesem Instrument keine Träne nach. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht können wir, und da würde ich jetzt gerne an die Richtigstellung, die Kollege Saalfeld eben gemacht hat, er hat sich vorhin missverständlich ausgedrückt, vielleicht kann ich daran mal anknüpfen, vielleicht schaffen wir es hier ja mal ein kurzes Stück auch sachliche gemeinsame Diskussion zu kriegen. Denn Herr Saalfeld, Sie haben gesprochen von der 1 Milliarde Steuern, das ist richtig. Und wenn ich Ihnen die Zahlen sage, im Jahr 2015 waren es 1 Milliarde 64 Millionen. Und die Steuerschätzung sagt, dass es im Jahr 2016, natürlich haben wir da noch keine abschließenden Ergebnisse, 1 Milliarde 89 Millionen sein werden. Und im Jahr 2017 1 Milliarde 152 Millionen. Dann sehen wir daran, dass die Steuereinnahmen der Kommunen deutlich steigen. Das hat natürlich was mit hervorragender konjunktureller Situation zu tun. Ich denke, da sind wir uns einig. Und Sie sagen, Herr Saalfeld, da gibt es Kassenkredite in Höhe von 700 Millionen und das zeigt doch, wie schlecht es den Kommunen geht. Und ich sage Ihnen, die Zahl von 700 Millionen ist ja zutreffend. Und wenn Sie sagen, das ist der Beleg dafür, wie schlecht es denen geht, dann sage ich Ihnen, das Statistische Landesamt sagt, dass unsere Kommunen in ihren Kernhaushalten im Jahr 2015 einen Überschuss, man höre und staune, einen Überschuss von 106 Millionen aufweisen. Und auch diese Zahl stimmt. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir doch bei einem Kernproblem. Es gibt ganz offenkundig eine ganze Reihe von Kommunen, denen geht es ziemlich gut. Und es gibt eine ganze Reihe von Kommunen, denen geht es außerordentlich schlecht. Und wenn ich die Situation richtig beobachte, dann ist die Distanz zwischen denen es schlecht geht, in den letzten Jahren nicht etwa kleiner geworden, sondern größer. Wie man im Jargon sagt, die Schere geht nicht zu, die Schere geht auf. Und damit ist doch Politik gefordert. Und wir haben ein Gesetz, das heißt Finanzausgleichsgesetz. Das soll ja genau ausgleichen zwischen Finanzstärkeren und Finanzschwächeren. Aber sobald Sie anfangen zu diskutieren, wie soll denn das genau aussehen, wie soll denn der Ausgleichsfaktor aussehen, beginnen doch auch innerhalb der kommunalen Ebene die Interessengegensätze aufzubrechen. Und wenn wir sehr stark ausgleichen, also den Finanzschwachen helfen und damit Ihnen vielleicht, Herr Saalfeld, entgegenkommen, dann sagen die Finanzstarken, das geht nicht und umgekehrt. Und damit sind wir in einer ausgesprochen schwierigen Situation und ich glaube, in einer solchen schwierigen Situation sich einen Schiedsrichter zu holen, der Wissenschaft heißt, Herr das Abgeordnete, ist ein sehr vernünftiger Ansatz. Herr Müller, gestatten Sie eine Anfrage des Abgeordneten Herrn Saalfeld? Gerne. Frau Präsidentin, vielen Dank, Herr Müller. Können Sie, Herr Müller, hier bestätigen, wie Sie soeben bestätigt haben, dass im Jahr 2015 107 Millionen Euro der Saldo der Kommunen im Positiven war, dass für die Jahre 2014, 2013 und 2012 der Saldo der Kommunen nicht positiv war? Also negativ war, ja, Herr Saalfeld, das trifft zu. Und insofern habe ich Ihre Frage schon beantwortet. Sie können gerne wieder Platz nehmen. Aber wenn wir dann weiter zurückgehen, dann haben wir wieder andere Zahlen. Und wir können daraus natürlich auch ableiten, dass wir dank der guten konjunkturellen Situation und die schlägt sich 2015 in den kommunalen Haushalten wieder, auch eine deutliche Verbesserung der kommunalen Finanzsituation haben. Und wenn ich mich hier hinstelle und sage, die kommunale Finanzsituation verbessert sich deutlich, dann kriege ich wahrscheinlich Buhrufe von den Linken. Aber lassen Sie uns versuchen, ein bisschen nüchtern an die Sache ranzugehen. Lassen Sie mich nochmal meinen Gedanken aufgreifen. Wir haben durchaus einen Interessengegensatz innerhalb der kommunalen Ebene zwischen den Reicheren und den Ärmeren. Und der Schiedsrichter Wissenschaft ist da immer ein kluger Rat.
und deswegen der Weg des Gutachtens und deswegen dieser Weg, den wir mit der kommunalen Ebene selbst vereinbart haben. Stellen Sie sich bitte mal vor, Herr Saalfeld, wir beiden würden im Vorstand des Städte- und Gemeindetags sitzen und müssten hier eine Entscheidung treffen, wie denn ein FAG auszugestalten sind. Und wir haben in unserer Mitgliedschaft derartig entgegengesetzte Interessen. Das ist doch auch für so einen Verband schwierig und deswegen ist es klug, das Gutachten zu machen. Und ich hätte gern dieses Gutachten früher gehabt. Aber wenn uns der Gutachter entgegenhält, er möchte gern die Kreisgebietsreform, und das gehört ja zu kommunalen Finanzen mit dazu, er möchte gern die Kreisgebietsreform in ihren finanziellen Auswirkungen, wir müssen jetzt gar nicht die Diskussion aufmachen, aber in ihren finanziellen Auswirkungen mit auf dem Tisch haben und möchte dann eine tiefgehende Analyse machen, auch der Aufgaben und der Finanzmittel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann braucht das Zeit. Und ich finde das auch schade, dass das Gutachten 2016 erst vorliegen wird. Hier wird ja immer gesagt, das kommt alles erst 2018. 2018 soll ein neues Gesetz in Kraft treten am 1. Januar. Das Gutachten wird noch in diesem Jahr kommen. Ich hätte es gern schneller gehabt, aber wir müssen uns hier, glaube ich, den Fakten beugen. Und wir müssen in solchen Fragen, Herr Saalfeld, wir müssen in solchen Fragen, gerade auch des horizontalen Finanzausgleichs, so einen wissenschaftlichen Impulsgeber und Schiedsrichter hinzuholen, weil ansonsten würden wir in den verschiedenen Interessen uns verstricken. Der eine würde dem anderen vorwerfen, dass er ja nur bestimmte Klientelpolitik macht. Wir würden hier uns ohne Not fürchterlich zerstreiten. Schade, dass es so lange dauert, aber lassen Sie uns diesen Prozess abwarten. Lassen Sie uns im Herbst 2016, wenn das Gutachten vorliegt, darüber reden. Und dann stimmen meine Zahlen und dann stimmen Ihre Zahlen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir daraus dann einen vernünftigen Weg machen. Einen vernünftigen Weg, mit der am Ende die kommunale Familie insgesamt besser leben kann, als sie es heute tut. Herzlichen Dank.